Donnerstag, 19.10.23 und wieder geht's auf Tour. Heute an den nördlichsten und höchsten Punkt von Lanzarote und zwar genauer gesagt nach Mirador del Rio. Dort befindet sich von César Manrique ein ganz toller Aussichtspunkt. Was man dort sehen wird, das werdet ihr dann gleich im Video sehen. Angekommen in Mirador del Rio. Unterwegs war es ganz schön stürmisch. Das Wetter hier oben ist auch deutlich kühler. Es hat deutlich mehr Wolken. Was genau Mirador del Rio ist, das seht ihr jetzt dahin. Didi, was sagst du zu dieser tollen Aussicht? Mega. Mega Aussicht. Genial, right? Absolut genial. Toll. Das Gemeine ist nur, die Zuschauer haben das noch nicht gesehen. Meine Zuschauer haben noch nichts gesehen. Das ist so fies. Das ist noch zappeln. Ich lasse ihn noch ein bisschen zappeln, ja. Nein, warum zeige ich das noch nicht? Weil wir gehen jetzt noch mal ein Stockwerk höher. Wir sind direkt hier in einem Krater, den Mutter Natur geschaffen hat, den Krater. Und César Manrique hat das Ganze für sich genutzt. Es ist eine Lavablase, in der wir uns jetzt aktuell hier befinden. Und ich könnte euch das jetzt hinter der Glasscheibe zeigen. Ich zeige das euch aber jetzt mal im Freien. Dann hört ihr vielleicht auch, wie es hier windet und wie... Vielleicht bekommt man auch ein bisschen mit, wie kalt es hier ist. Bis gleich. Hier sind wir also am Aussichtspunkt. Ja, die will ich euch natürlich jetzt nicht länger vorenthalten. Viel Spaß dabei!